Der Tag der offenen Tür der HTL Waidhofen an der Ybbs zeigt eindrucksvoll, warum sie zur innovativsten Schule Niederösterreichs gewählt wurde. Direktor Dr. Harald Rebhandl über die verschiedenen Fachabteilungen. In der Abteilung Wirtschaftsingenieure Maschinenwesen steht im Prinzip der Maschinenbau im Vordergrund, ist also eine maschinenbauliche Ausbildung, dass die Absolventen von der technischen Seite da auch fürs Berufsleben gut vorbereitet sind und als Konstrukteure oder als Entwicklungsmitarbeiter arbeiten können, aber haben auch eine Ausbildung, wo es um Zahlenmaterial geht, wo es um eine wirtschaftliche Ausbildung geht, dass also Buchhaltung, Kostenrechnung, Kalkulation und so weiter für diese Damen und Herren auch kein Thema ist. Ja, tut mir eigentlich sehr gut, sehr interessant. Und ziemlich viel los, habe ich mir gesehen. Schüler und Lehrer standen Rede und Antwort und ein Kran folgt sogar auf Handzeichen. In der Abteilung Maschinenbau Automatisierungstechnik haben wir wieder als Basis die Maschinenbauausbildung. Die wird dort sehr intensiv geführt, mit intensiver Ausbildung im Konstruktionsbereich zum Beispiel. Und damit die Maschinen dann auch sich automatisch bewegen können, gibt es einen Schwerpunkt in Richtung Elektrotechnik, damit die Anlagen, die dort entwickelt und gebaut werden, auch automatisiert sich bewegen. Das bietet die Abteilung Maschinenbau Automatisierungstechnik. Wie nennt sich das eigentlich da? Das ist die Chorstiege. Die Chorstiege? Ja, die singende Stiege. Und ihr könnt da auch verschiedene Töne einstellen? Ja, wir können da verschiedenste Sachen einstellen. Zum Beispiel da, das sind die Programme, die wir gemacht haben. Das ist neu bei uns am Standort. Das ist eine vierjährige Ausbildung, nennt sich Mechatronik. Das ist ein Zusammenspiel aus Maschinenbau und Elektrotechnik bzw. Elektronik. Und diese Absolventen haben wieder also, dass sie auf zwei Beinen stehen, dass sie sowohl maschinenbauliche Grundlagen beherrschen als auch elektrotechnische Grundlagen gelehrt bekommen und dadurch, glaube ich, wieder für den Arbeitsprozess optimal vorbereitet sind. Die Abteilung Elektrotechnik mit schulautonomen Schwerpunkt Infotronik. Eine klassische Elektrotechnik-Ausbildung mit allen typischen Inhalten, welche aber zusätzlich noch einen Schwerpunkt in Richtung Informationstechnik bietet. Das ist also ein sehr EDV-lastiger Bereich, um auch so Sachen wie angefangen von Programmierungen, Webdesign und so weiter, die Schüler auf diese Bereiche auch entsprechend vorzubereiten. Die Mechatronikabteilung kocht im wahrsten Wortsinn, nämlich mit nur 2 Ampere ein Würstel. Dann gibt es auch noch eine sportliche Abteilung in der HTL. Ja, wir haben in der HTL einen Fußballschwerpunkt. Dieser Fußballschwerpunkt ist durchführbar mit den Wirtschaftsingenieuren oder mit der Fachschule für Mechatronik. Dabei wird also das fußballerische Talent unserer Schüler sehr stark gefördert. Die haben eine tägliche Trainingseinheit oder 2 tägliche Trainingseinheiten, haben eine eigene Spielgemeinschaft und spielen also in dieser Mannschaft in der höchsten niederösterreichischen Nachwuchsliga. Bildung mit Zukunft. HTL Waidhofen an der Ybbs. Eine Schule für Praxis und Fachwissen gleichermaßen.